Und die Aufzeichnung läuft. Super. Hallo, herzlich willkommen zum Online-Kongress Vision Revolution Summit. Lebe deine Vision. Ja, wir sind die Kongressveranstalter. Das ist mein Mann Sönke Hansen-Kohlhepp. Ich bin Sabine Kohlhepp. Und wir haben jetzt die große Ehre, eine ganz tolle Frau hier begrüßen zu dürfen. Ja, und zwar die Ilga Pohlmann, die uns jetzt ganz viel erzählt über raus aus der Zuckersucht sozusagen. Das ist auch ein kleines Problemchen, was wir beide haben. Und deswegen finden wir es so toll, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, liebe Ilga. Wir freuen uns ganz doll. Vielen Dank. Danke für die Einladung und für das nette Willkommen. Ja, soll ich anfangen? Weil wir haben ganz viele Fragen. Fang du mal an. Ja, genau. Du hast ein tolles Buch geschrieben, Zuckerfrei, und auch so eine Zuckerfrei-Challenge gemacht. Und uns interessiert es jetzt wirklich, wie du es geschafft hast, diese Zuckersucht praktisch. Es ist ja wirklich eine versteckte Sucht, die man so gar nicht merkt, ne? Und wie du es wirklich geschafft hast, ich sag mal, da rauszukommen, weil, ne, Schatzi? Ja. Also das ist auch so, es ist ja so, egal, diese Zuckersüchte, diese Heißhungerattacken, die kennst du ja wahrscheinlich auch von früher so und begleiten einen ja das ganze Leben und mal kommt man da besser mit klar und manchmal nicht so gut. Ja. Und wie hast du das oder wie hast du das geschafft, da so da rauszukommen und diese Heißhungerattacken wirklich so in den Griff zu bekommen, dass du damit gut leben kannst. Ja. Das ist so echt unsere brennende Frage. Und ich denke mal auch für die anderen, auch alle, die dann zugucken. Und Ja, ich glaube, da könnte ich wahrscheinlich, bis es dunkel wird, drüber reden. Das ist so ein langes und großes Thema. Ja. Zuallererst vielleicht sage ich habe es nicht in den Griff gekriegt. Also das war nicht die Lösung. Ja. Es hat nichts mit Willenskraft zu tun und etwas in den Griff zu bekommen und meinen Körper irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Das war der Weg, den ich versucht habe über Jahre und an dem ich immer gescheitert. Das war nicht der Weg. Der Weg war eigentlich in die Richtung, liebevoller mit mir umzugehen, mehr Selbstliebe aufzubauen, mehr zu verstehen, warum ich den Zucker brauche, warum ich das esse, was das für ein Schmerz ist, den ich damit verdecken will, vergraben will. Und als ich dem so langsam auf den Weg gekommen bin und gleichzeitig gelernt habe, wie ich meinen Körper unterstützen kann, da bin ich zur Lösung gekommen. Also es gibt meiner Meinung nach, es gibt zwei große Komponenten. Also es gibt einmal den körperlich bedingten Zuckerhunger, der aufgrund von unserer nährstoffarmen Ernährung zustande kommt. Also weil wir einfach die falschen Dinge essen. Wir essen seit, sagen wir mal, 50 Jahren das falsche Essen. Das ist so nährstoffarm. Und weil unser Körper nicht mehr so gut unterstützt wird, sagt er bei Nährstoffmangel, der weiß häufig gar nicht mehr, was uns fehlt. Und dann sagt er einfach, okay, dann gib mir erstmal süß. Das ist dieses typische, man ist eigentlich schon total voll gegessen, aber irgendwie fehlt noch was. Und dann geht man an den Schrank und holt die Schokolade raus. Ne? Genau. Das ist natürlich auch ein bisschen Gewohnheit, dass man nach dem Essen was Süßes will. Aber im Großen und Ganzen dieses, ich bin voll gegessen und irgendwie fehlt mir noch was Süßes. Oder mir fehlt überhaupt noch irgendwas und man macht die ganze Zeit die Küchenschränke und den Kühlschrank wieder auf und sieht aber nichts. Und zum Schluss bleibt man dann doch bei der Schokolade hängen. Das ist häufig ein körperlich bedingter Zuckerhunger. Den kann man ganz gut decken, indem man lernt, wieder sich gut zu ernähren. Also so, wie die Natur das eigentlich für unseren Körper möchte. Wenn man den Körper mit guten Nährstoffen und mit guten Lebensmitteln unterstützt und die weglässt, die einem noch Nährstoffe rauben, dann kann man diesen körperlich bedingten Zuckerhunger ganz gut in den Griff bekommen. Das ist auch meine, die Grundhilfe quasi, die ich in meinen Programmen gebe. Erst einmal diesen Bereich in Ordnung bringen und dann, wenn der Bereich beruhigt ist, dann können wir uns um die zweite große Seite kümmern und das ist der emotional bedingte Zuckerhunger. Und der war für mich halt ein ganz großer Punkt auch. Also einerseits war natürlich der körperlich bedingte Zuckerhunger ein riesengroßes Paket für mich, weil ich bin, wie viele Jahre, seit 30 Jahren Vegetarier und war so ein Pudding-Vegetarier und habe mich halt sehr auf Gebäck, auf alles, was mit Weißmehl produziert wurde. Also ich habe sehr viel stärkehaltige Produkte gegessen und die reagieren im Körper eigentlich auch wie Zucker. Und das hat mich eigentlich schon ziemlich da reinge
da reinrauschen lassen, weil ich satt werden musste mit Kohlenhydraten. Und das ist ein kleiner Nachteil für Vegetarier und Veganer, dass man da schnell reinrutschen kann. Das ist ein großes Problem, wenn man einfach nur das isst, was auf den ersten Blick einem vielleicht hilft. Aber letztendlich, man ist ja nur 2 Stunden satt mit diesem Essen, ne? Das ist ja die Erfahrung, ja. Nudeln, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir jetzt Nudeln essen, auch wenn es Bio-Spaghetti sind oder es sind, das spielt überhaupt keine Rolle, ob das Bio ist oder nicht Bio ist, also alles, was glutenhaltig ist, ob das Dinkelnudeln sind, wir essen dann eine Riesenportion. Wir essen auch meistens aus Stress, weil wir echt wirklich einen ganz, ganz breit gefächerten Alltag haben, der wirklich teilweise 10 Arbeitsstunden hat und auch dann noch Familie, Kinder. Und bei uns ist es halt wirklich oftmals auch so der Stress, wo man dann danach echt noch gerne zum Stück Zucker greift. Und wir sind beides Vegetarier, also Veganer, ne? Und da ist es oftmals schwer, wirklich über Gemüse satt zu werden. Mhm. Ne? Und wo wir einfach sagen, uns fehlt da einfach so dieser Sättigungsgrad. Und wir sind jetzt mittlerweile bei Vollkornnudeln, die wirklich länger satt halten, und bei Rohkostbrot. Mhm. Aber es ist echt eine riesengroße Herausforderung, diese Gewohnheit, ne, Schatz? Ja, vor allen Dingen. Stück Schokolade, genau. Aber ich bin auch ein, ich kann jetzt von mir aus sagen, ich esse gerne und ich esse auch dann etwas ein bisschen mehr von den Mengen, wo ich dir sage, so, halt, stopp. Es ist eigentlich genug, eigentlich genug. Und ich könnte ja denn doch noch mal ein bisschen was auffüllen. Und dann ist es eigentlich schon genug. Und dann kommt noch das Stück Schokolade oder irgendwie was Süßes noch dazu. Ja. Oder Gummibärchen. Ne? Das ja auch schon ganz viele vegane Gummibärchen. Und auch Zucker, die reduziert sind. Aber trotzdem davon mal wirklich ganz wegzukommen, das ist natürlich noch mal so das Hauptkriterium. Ja, genau. Und da muss man sich einfach informieren. Das ist eine Sache, da habe ich halt, ich habe jahrelang ausprobiert und geguckt, was es ist. Ich habe viel gelesen, ich habe mich super viel informiert. Ich mache meine Programme jetzt seit 5 Jahren. Das heißt, die ganzen Teilnehmer, die in meinem Programm waren, haben mir Rückmeldungen gegeben. Und mittlerweile bin ich mir da relativ sicher, was funktioniert und was nicht. Und dann gibt es aber auch die individuellen Lösungen noch. Dann gibt es manche Leute können super gut glutenhaltige Sachen essen. Großteil der Leute, die auf Zucker sind, denen hilft es, auf Gluten zu verzichten, weil Gluten, irgendwas in glutenhaltigen Getreiden produziert quasi Zuckerhunger. Ja. Und für mich war ein großes Aha-Erlebnis, das Brot wegzulassen, wo Gluten drin war, und selber zu backen. Weil ich kann ein ganzes Paket Nudeln kochen und das aufessen. Ja. Und danach kann ich noch eine Pizza essen. Solange das glutenhaltig und Weißmehl ist, habe ich keinen Stopp. Also ich kann ewig weiter essen und kriege nicht dieses Gefühl, okay, jetzt reicht's mal, weil ich bin zwar satt, aber ich kann immer weiter essen. Und mit nährstoffreichen Lebensmitteln ist mir das nicht mehr passiert. Also ich bin zum Beispiel, ich habe Reis aussortiert und habe dafür Hirse einsortiert in meine Küche. Hirse, kocht euch mal die gleiche Menge wie Reis als Hirse und versucht das mal aufzuessen. Das funktioniert häufig gar nicht, weil das so nährstoffreich ist, dass man einfach so schnell voll ist und dass der Körper sagt, okay, es reicht's. Wenn man dann auch noch irgendwelche Gemüsesorten dazu isst, die nicht noch viel Zucker enthalten, Tomaten zum Beispiel machen Probleme bei ganz vielen Leuten, gekochte Tomaten. Also in weiße Nudeln mit Tomatensauce, das ist der Klassiker für Zuckersüchtige eigentlich, weil es halt schmeckt so gut. Ja. Die Vorstellung alleine, die Vorstellung darauf zu verzichten, Katastrophe. Ja. Das können sich die meisten Zuckersüchtigen erstmal gar nicht vorstellen. Ich lebe sehr gut ohne Nudeln mit Tomatensauce jetzt. Und wenn ich mal zum Italiener gehe, dann esse ich das. Aber das ist dann halt 2-3 Mal im Jahr oder so. Ne? Also ich mache das nicht mehr zu Hause. Und es geht mir gut damit, aber ich habe eine Zeit gebraucht, um davon loszukommen sozusagen, weil es ist Teil der Sucht. So beschreibe ich das immer. Und da gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Lebensmittel, die man besser aussortiert und welche, die man besser einsortiert. Die wir vergessen haben. Hirse ist sowas. Das war immer ein richtig gutes Lebensmittel in unseren Breitengraden, aber wir haben es irgendwie vergessen. Die meisten kaufen kein Hirse mehr. Mhm. Da kauft man lieber den Reis, der weiter transportiert wird. Ne? Und
Ja, dann kommt diese die große Bandbreite an Lebensmitteln dazu, die keine Lebensmittel mehr sind, sondern die nur noch Nahrungsmittel sind, die so stark verarbeitet sind, dass die durch mehrere Verarbeitungsschritte durchgegangen sind und bei in jedem Verarbeitungsschritt verlieren die an Nährstoffen. Mhm. Und die sind dann so nährstoffarm, dass sie quasi unserem Körper noch Nährstoffe aus den Reserven entziehen, damit die verarbeitet werden können. Das ist zum Beispiel weißes Mehl. Ja. Weißes Mehl ist so stark verarbeitet und so stark verarmt, quasi ist ja nur noch der Stärkeanteil von dem Getreide, wo wesentlich mehr Gluten drin ist als früher. Also die Weizenkörner sind hochgezüchtet worden, die enthalten mehr Gluten. Und dann brauchen wir aus unseren Reserven B-Vitamine zum Beispiel, um dieses Getreide zu verarbeiten. Und ein Mangel an B-Vitaminen ist sowieso ein ganz großes Problem in unserem Umfeld, also in unserer Gesellschaft. Ja, es ist wirklich so. Ja. Nur, dass wir das einfach noch unterstützen. Und der Zucker sorgt dafür auch, dass wir Mangel haben. Und ja, da geht's, das ist ein ganz, ganz großes Feld. Wenn wir den Körper erstmal unterstützen können, dann können wir da den Zuckerhunger erstmal bremsen. Das bedeutet aber nicht, dass man dann zwangsläufig immer vom Tisch aufsteht und sagt, okay, jetzt brauche ich nichts mehr, weil ja der Stressfaktor zum Beispiel dazukommt. Ne? Genau. Und das ist der emotional bedingte Zuckerhunger. Und der ist halt besonders interessant, ne? Da mal hinterzugucken. Weil da kommen wir dann in das große Feld der emotionalen Esser. Also alle Leute, die ihre Emotionen runterschlucken und sich vollstopfen, damit sie ihre Gefühle nicht fühlen müssen. So. Vielleicht 85% der Menschheit. Ich denke das mal schon. Ich habe ganz, ganz wenig Bekannte, nur die nicht emotional essen. Also der Großteil ist es. Ich habe die wenigsten Leute, muss ich das erklären, was emotionales Essen ist, wenn ich das wenn ich einfach diesen Ausdruck erwähne. Ne? Die meisten kennen das. Und vor kurzem habe ich noch gehört, ach, ich dachte, das wäre einfach nur Vollfressen. Nee, emotionales Essen, klar. Ich esse meine Gefühle. Genau, wir haben alle mal, also alle, die das machen, haben in der Kindheit gelernt, okay, wenn Gefühle kommen, ich muss noch anders anfangen. Die meisten von uns haben in der Kindheit gelernt, wenn unangenehme Gefühle aufkommen, wenn wir überfordert sind mit einem Gefühl, dann ist uns nicht beigebracht worden, was man mit diesen Gefühlen macht. Die optimale Version wäre, sie durchleben, spüren, fühlen, damit sie gehen können. Die Option ist uns aber häufig gar nicht gegeben worden, weil es ganz schnell kam, oh, du hast dir wehgetan, ah, hier, lenk dich ab. Oder war doch gar nicht so schlimm. Oder du bist wütend, ich habe jetzt aber keinen Bock, du gehst auf dein Zimmer. Und dann musste man die Wut lernen, runterzuschlucken. All diese die Situationen, wo Erziehungsberechtigte oder andere Erwachsene uns Kindern nicht gezeigt haben, wie wir mit Gefühlen umgehen, mussten wir selber damit klarkommen. Und die meisten unter uns haben einfach nur wussten nicht, was sie da machen können, außer so schnell wie möglich runterschlucken und ablenken. Ja. Und eine gute Methode, um Gefühle, die immer wieder hochkommen wollen, wenn man sie nicht verarbeitet hat, also die sind dann irgendwo unten im Bauch oder im System gespeichert, die wollen immer wieder hochkommen, man wird daran erinnert und man braucht dann eine Technik, wie wir die wieder runterdrücken können. Und da gibt es ganz viele Techniken und vor allen Dingen ganz viel, was Dopamin ausschüttet, kann dabei helfen, weil es dieses kurze Vergnügen uns verschafft. Und da ist unter anderem Essen eine total gute Methode und vor allen Dingen Kohlenhydrate essen. Ja. Das funktioniert sehr gut und Zucker und Süßes funktioniert astrein. Mhm. Allerdings nur für den Moment. Und danach kommt ja das schlechte Gewissen dann. Ne? Was auch geht, ist Workaholics funktioniert, es funktioniert Spielesucht, Shopping, was gibt noch alles, Sexsucht, all das, was irgendwie und kurzes Ablenken, Ablenkung. Mhm. Schaffen kann. Ne? Ja. All das funktioniert wahnsinnig gut. Und was am allgemein verträglichsten ist, ist das Essen. Weil es schadet niemandem anderen außer uns. Stimmt. Es ist allgemein immer erlaubt. Und ist immer erreichbar. es ist nicht nur verschrieben, außer wir sind jetzt extrem übergewichtig. Dann gucken die Leute natürlich auch. Aber im Großen und Ganzen dürfen wir essen. Also es ist, wenn du mit Alkohol anfängst zum Beispiel, da geht es bis zum gewissen Grad, funktioniert es, aber wenn du jetzt schon jeden Abend 2 Flaschen Bier trinkst, da fängt die Gesellschaft dann auch an zu sagen, das ist auch nicht so cool. Ne? Ja, ja. Und bei Essen sind wir auf einer sicheren Seite. Und Zucker im Großen und Ganzen auch, weil das
ja, das ist eine legitime Droge sozusagen, ne? Also das, wir können das nutzen, ohne gesellschaftliche Folgen in Kauf nehmen zu müssen. Ja. Und dabei hilft uns das. Und jetzt ist der Weg halt daraus, für mich halt zu gucken, okay, wenn ich wissen will, was dahinter steckt, warum, was ist denn das für ein Gefühl, was mich dazu antreibt, immer wieder diese Süßigkeiten essen zu müssen? Ja. Solange ich die esse, unterdrücke ich das so schnell, dass ich schon gar nicht mehr mitkriege. Das ist so ein Automatismus, den wir seit Jahrzehnten bedienen, dass wir das schon gar nicht mehr, wir können das Gefühl schon gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir in dem Moment schon die Schokolade im Mund haben. Mhm. Und emotionale Esser sind Weltmeister im Gefühle unterdrücken, weil wir das so krass trainiert haben. Manchmal ja 20, 30 Mal am Tag. Ja. Na? Also ja, das ist ja im Alltag schon. Wenn man sich dann schon wundert, ja, habe ich schon hier die ganze Packung Nüsse. An Keks, ne? Nüsse, Kekse. Ja. Ja. Wow. Ja. Wie viel Kalorien man dann letztendlich am Tag, am Ende des Tages doch dann vereinnahmt hat, da würde man wahrscheinlich dann ganz schwindelig, schwummerig werden. Ja, ja. Weil, ach, das war doch gar nicht so viel. Ich habe doch dann nur einen Apfel gegessen und ich habe nur das und das und dann die Tafel Schokolade. Und dann nur ein Paket Trauben und abends ich muss nur eine andere. Ich muss doch eine Hauptmahlzeit haben und natürlich noch eine warme Mahlzeit und das andere ist Rohkost. Also es kann ja alles gar nicht so schlimm sein. Kann nicht so schlimm sein. Und das ist krass, was wir uns da vorspielen. Also es ist sehr hilfreich, mal ein Tagebuch zu führen und alles aufzuschreiben. Oder, was noch besser ist, finde ich, weil man sich dann noch weniger betuppen kann, alles zu fotografieren mit dem Handy, was man isst am Tag. Mhm. Und dann am Ende des Tages mal wirklich Tages. Ja, wir betuppen uns. Und wovon ich absolut abraten will, ist Kalorien anfangen zu zählen, bloß nicht mit der Sache anzufangen, dass es mega überholt. Das ist einfach das falsche Konzept. Meiner Meinung nach ist das richtige Konzept, darauf zu achten, was man isst. Ja. Also es geht nicht um die Quantität, sondern um die Qualität der Nahrungsmittel. Ja. Ich esse teilweise auch noch wahnsinnige Mengen. Also weil ich manchmal auch noch emotional esse. Ich weiß es jetzt halt. Das ist jetzt ein Teil meines Werkzeugskoffers. Wenn spazieren gehen, meditieren, wenn all das nicht hilft und ich weiß, eine große Schale Haferflocken hilft mir jetzt, um runterzukommen, dann mache ich das. Dann weiß ich aber, dass das eins meiner Werkzeuge ist. Und es sind dann auch nur Haferflocken und keine Cornflakes oder Kellogg's Frosties oder sowas, wo so viel Zucker drin ist. Oh, ja. Also das habe ich früher gegessen halt. Ne? Ja. Und da die Qualität der Nahrungsmittel jetzt so gut ist, macht sich das halt vom Gewicht her nicht mehr bemerkbar. Also ich habe, ich glaube, mein Leben lang noch nicht so viel gegessen, wie ich jetzt esse und habe so wenig Probleme mit dem Gewicht. Weil einfach die Quantität stimmt. Und weil ich nicht mehr fettarm esse, sondern weil ich achte darauf, dass ich genug Fette esse, damit ich zufrieden bin. Früher war ja alles fettarm und vegetarisch. Da musste ja ganz viel Teigwaren dabei sein. Und genau, also es geht wirklich dann zu gucken, okay, was ist erstmal für Qualität, was du für Qualität in dich reinsteckst. Ja. Und dann kann, ich glaube, ich bin immer der Meinung, diese große Adipositas-Probleme, das sind zwei Sachen, die aufeinander kommen. Das ist einmal großes Leid, also irgendwelche traumatischen Erfahrungen, häufig in der Kindheit, die unterdrückt werden, plus furchtbar schlechtes Essen. Und dann, wenn das addiert wird, wenn man traumatische Erfahrungen mit Essen und guter Qualität an Essen versucht zu unterdrücken, dann kommt es nicht zu diesem wahnsinnig großen, diese 300 Kilo oder so, also diese großen Gewichtsprobleme, sondern dann kommt es halt zu Übergewicht. Ne? Aber zu einer Art von, ja, so kann es der Körper wahrscheinlich doch irgendwie verkraften. Genau. Ja, ich meine, das kennen wir auch, ich sag mal so von uns, ne? dieses emotionale Essen und dieses zu stopfen und sich befriedigen. Ich kenne das damals zum Beispiel, wenn ich irgendwie traurig war, meine Mama musste arbeiten, meine Oma hat aufgepasst und komm, wir backen jetzt einen leckeren Kuchen oder komm, hier hast du mal eine Joghurette oder ein Überraschungsei. Also immer dieses, dieses Trösten einfach mit süßen Sachen, dieses Trösten mit einem Keks. Dieses oder bestechen, ne? Oder bestechen auch. Ne? Wenn du das und das machst, dann kriegst du, oh, guck mal, dann kriegst du toll Tafel Schokolade, du kriegst diese tollen Ü-Eier da, diese Überraschungseier. Und ja, wenn du das und das machst, also das ist wirklich nicht, das ist wirklich auch ein Lockmittel, da wird wirklich, also das wirklich nicht immer
tolle, wenn ich mir tolle Dinge mitgemacht. Ganz genau. Ja. Hey, wir drücken Liebe damit aus. Ja. Und ja. Wir versuchen alle möglichen Gefühle damit irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Ja, und das suggeriert uns ja auch die Werbung. Ne? Also wenn du siehst, die Kindermilchschnitte oder Merci, ne? Man sagt Danke mit Merci, mit der Schokolade oder gibt man ein Küsschen für gute Freunde. Ne? Ja. Das sind Werbeslogans, die haben sich ja echt eingebrannt. Und wenn man das dann auch noch sieht und dann denkt man so, oh, jetzt hätte ich Lust oder die Flasche Bier. Aber ne? Genau, und gerade bei den Werbekampagnen, das sind ja auch immer schlanke Menschen. Da sind ja keine so, die jetzt. Ja, das macht ja die Werbung. Das ist ja schon das ist ja schon die Illusion, die uns da vorgetragen wird. Es sind ja immer schlanke Menschen, da passiert alles. Aber wie ist das, wenn man das wirklich konsumiert und dann in nicht bedarfsgerechten Mengen, sondern etwas mehr? Ja, da liegt keiner was von. Das will keiner sehen, ne? Ja. Du kannst das jederzeit essen, aber du darfst es halt nicht übertreiben, ne? Genau. Also ich bin jetzt auch kein 100% zuckerfreier Mensch. Also wenn ich jetzt mal ein Messi essen möchte, dann esse ich auch eins. Aber ich bin ganz schnell durch damit. Maximal zwei solche Dinger und dann bin ich so übersüßt, dass das nicht mehr geht. Wir übertreiben das halt, wenn wir verwechseln, dass die Schokolade des Messi Mutterliebe ist. Ja. Und dann denken wir, es fühlt sich eigentlich so an wie das, was ich brauche. Und ich brauche nur genug davon essen, dann wird es 100%. Dann bin ich endlich mit Liebe aufgefüllt. Mhm. Und das kann Essen nicht leisten, weil dir ist halt bei 80% ist dir dann schon schlecht oder die Packung ist alle und du erreichst es nicht. Und dann kommt halt die Enttäuschung darüber. Das war es doch wieder nicht. Dann kommen die Selbstvorwürfe. Und das alles ist ja nicht bewusst. Das ist im Hinterkopf, im Unterbewusstsein. Ja. Mhm. Das wollte ich vorhin noch sagen. Daran kommt man halt nur, also dadurch, dass wir das ja mit jedem Konsum immer wieder unterdrücken und dass das so automatisch ist, kannst du nur herausfinden, was dahinter steckt, indem du den Konsum lässt. Ja. Und dann wird schmerzhaft. Ja. Und deswegen ist es so schwierig, dann die Finger davon zu lassen, weil wir dann mit den Gefühlen das nicht aushalten. Mhm. Und das ist alles nicht richtig klar bewusst. Und schon gar nicht, wenn man viel Zucker isst, dann ist es sehr schwer, das klar sehen zu können, weil wir so in so einem Nebel teilweise eingepackt sind, dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, das zu sehen. Ich sag euch, ich bin ja seit so vielen Jahren jetzt raus aus der Sache und ich habe so eine wahnsinnige Klarheit manchmal. Also ich kann so stark sehen, was gerade abgeht, weil ich nicht mehr in diesem Nebel drin bin. Ne? Ja. Und weil ich natürlich einiges von den Sachen jetzt auch schon bearbeitet habe, das wird dann auch immer klarer, immer einfacher klar zu sehen. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Familienfeier war und da Kuchen gegessen habe, dann komme ich am Abend oder nachts, wache ich auf und bin dann wieder in diesem Gedankenkarussell, wo ich keinen klaren Gedanken fassen kann. Und dann erinnere ich mich immer daran, okay, das war früher mein Alltag. Wow. Wo man immer an der Oberfläche rumkratzt und einfach gar nicht und an solchen blöden alltäglichen Problemen rumarbeitet und aber eigentlich gar nicht weiß, dass das ja nur das Symptom von dem ist, von dem Schmerz, der eigentlich darunter steckt. Ja. Ja, genau. Also wichtig ist, die Ursache zu finden. Die Ursache, warum dieser ganze Konsum, auch dieses Übermenge, diese Übermenge zu verkonsumieren. Und wie gesagt, ich sagte schon von die Dosis macht das Gift. Ne? Du sagtest von nur einmal so ein Messi-Riegel oder einmal irgendwie ein Stückchen Schokolade. Zartbittersäure ist ja auch ganz gut, so besser als weiße Schokolade. Aber wie gesagt, das ist ja wichtig, die Dosis eben das wirklich dann zu sehen. Was würdest du denn empfehlen oder wenn jetzt jemand wirklich stark zuckerabhängig ist, ne? Also was wären so die ersten Schritte, die du empfehlen würdest, da mal hinzuschauen? Viele kommen ja und sagen, ja, erstmal eine Psychotherapie, um zu gucken, wo es herkommt. Ne? Also es gibt ja da viele, die Meinung teilen sich ja. Die anderen sagen, mach's mit Akupunktur, die anderen, setz dir Nadeln im Ohr. Wir machen ja auch Akupunktur, wir beide, also oder Hypnose, sind auch so Mittel, wo wir es geschafft haben, bei einigen vieles aus dem Unterbewusstsein hochzuholen. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, also das sind zwar Mittel, die helfen, aber wenn es wirklich ans Eingemachte geht,
Was würdest du empfehlen? Also wenn man jetzt wirklich, man guckt in den Kühlschrank, da ist Senf. Im Senf habe ich geguckt, da ist Zucker drin. Im Ketchup ist Zucker drin. In den Tomatensoßen ist Zucker drin. Also alles, was du an Fertigprodukten, auch wenn es Bio ist, es ist überall Zucker oder Agavendicksaft, egal was, überall sind diese Süßungszusätze drin. Was würdest du wirklich empfehlen? Komplett radikal zu machen oder was ist da deine Empfehlung? Also ich habe ich finde, man kann von zwei Seiten rangehen. Man kann einerseits sagen, okay, ich gehe über die Ernährungsseite, mache meinen Körper so fit dafür, dass ich die Klarheit erreichen kann, um die Probleme tiefer gehen zu können und zu erkennen kann, lernen kann, okay, ach deswegen, weil mir damals als Kind das passiert ist, mache ich das. Und die Erkenntnis räumt ja das Problem quasi auf. Ja. Die Chance hat man, wenn der Körper quasi clean ist, das ist ja das alte Modell eigentlich bei Sucht, Abstinenz und dann quasi die Therapie oder die Erkenntnis, warum man das macht, das klären und dann damit den Grund eliminiert haben, warum man das Süße braucht, emotional. Ja. Und ich halte aber nichts davon, einfach nur Abstinenz zu werden und dann für sein Leben lang auf Zucker zu verzichten und nicht an das Problem dran zu gehen. Ja. Weil dann ist man ja eigentlich genauso, dann ist man ja weiter trockener, süchtiger und ist ja genauso unfrei wie mit dem, außer dass man dem Körper ein bisschen hilft. Aber es ist einfach zu schwierig in unserer Gesellschaft, 100% auf Zucker zu verzichten. Auf Alkohol ist schon sehr schwierig. Aber Zucker, sobald man außerhalb arbeitet, hat man ja eigentlich schon ein Problem. Ne? Ja, wenn man immer alles mitnimmt. Und die andere Weise ist für mich, zu gucken, an diese emotionalen Verletzungen zu kommen und die zu heilen und damit den Selbstwert zu steigern, die Selbstliebe zu steigern, sodass man aus Selbstliebe heraus sich das nicht mehr antun möchte. Dafür braucht es aber auch Techniken. Man kann nicht erwarten, dass man so weiter ist und keine Technik anwendet, finde ich, und dann in diesem vernebelten Zustand zur Lösung zu kommen. Das können wir wahrscheinlich alle, die damit arbeiten, schon bestätigen. Die machen das seit 20, 30 Jahren. Ja. Das funktioniert nicht. Und also meine Vorgehensweise bisher war immer, bis vor ein paar Jahren, war immer dieses, okay, abstinent werden, zu gucken, was dann hochkommt und das sich anzugucken und das zu heilen. Und das funktioniert auch sehr gut. Es gibt aber einen Teil von Leuten, die erkennen das dann. Die sagen dann auch mir in den Programmen, ja Ilga, jetzt weiß ich das, aber was mache ich denn jetzt damit? Es löst sich nicht. Die Umsetzung, ja. Genau. Und da bin ich so froh, dass ich vor ein paar Jahren wieder zurück zur Klopftherapie, zu EFT gefunden habe. Ach, super, und zwar zu einer ganz speziellen Variante, die direkt für emotionales Essen und Sucht und Übergewicht entwickelt wurde von Whitney Watkins, eine Amerikanerin. Da habe ich eine Ausbildung gemacht und als ich das erste Mal das gesehen habe, was sie machte, da habe ich vorm Rechner gesessen und mir sind die Tränen nur so runtergelaufen, weil ich wusste, das ist es. Das ist das fehlende Ding, um da dran zu kommen. Um jetzt endlich, wenn man es weiß, das dann auch heilen zu können. Weil es ist eine wahnsinnige Technik. Man geht, man guckt nach, okay, was ist denn für ein Gefühl dahinter, wenn man sich das versagt, das zu essen. Also quasi, man guckt, wie viel Verlangen man auf das Essen hat und schiebt das Essen weg und versagt es sich damit und guckt, was für ein Gefühl hochkommt. Und an diesem Gefühl geht man in der Zeit zurück und guckt, okay, wo ist denn die Wurzel für dieses Gefühl? Warum fühle ich mich denn so vernachlässigt, wenn ich das Essen nicht kann? Oder warum kommt diese große Trauer in mir hoch? Und dann können wir während des Klopfens die Situation des inneren Kindes in der Vergangenheit in Ordnung bringen. Und wenn dieser Schmerz geheilt ist, spielt das Essen keine Rolle mehr. Dann kann man das Essen wieder zurück in den Schrank räumen und will das nicht essen. Das macht das Klopfen. Also das ist so, das ist wie Zauberei, dass das so gut funktioniert. Und wenn man beides zusammen kombiniert, ist es halt total super. Also wenn man den Körper unterstützt, indem man denen nährstoffreiches Essen gibt, den Zucker weglässt für eine Weile und gleichzeitig dann auch noch das Klopfen anwendet und das Emotionale in Ordnung bringt, dann finde ich, ist das die Nonplusultra-Lösung. Man kann auch einfach mit dem Klopfen anfangen und dann auf Dauer den Zucker quasi wie ausschleichen, weil man den nicht mehr will. Aber wenn man ohne den Körper zu unterstützen nur mit dem Klopfen anfängt, dann kommt es halt häufig erstmal zu einer Erstverschlimmerung. Also wenn man mit dem Klopfen dann in die Probleme reingeht, da richtig aufreißt und alles nicht in einer Sitzung heilen kann. Ja. Und was ist die Lösung für emotionale Esser oder Zuckersüchtige, wenn es einem nicht gut geht?
Essen. Und dann, wenn alles offen liegt, wenn die Wunde quasi richtig auf ist und das Pflaster Essen ist, dann wird es dann erstmal schlimmer. Und dann passiert es halt so, dass die Leute auch mal gut 2-3 Kilo erst wieder zunehmen und richtig anfangen zu essen. Und das macht die Leute dann wahnsinnig nervös und ängstlich. Ist dann aber meine Aufgabe, die aufzufangen und zu sagen, okay, das ist in Ordnung, das geht auch wieder weg, aber wir müssen durch dieses Tal durch dann. Und Wenn man halt so ein bisschen guckt, okay, wir gehen dann halt auch gleich auf Zuckerentzug, ist das eine ganz coole Kombination, finde ich. Wenn man dann nicht unbedingt, aber selbst beim Zuckerentzug kann es auch dazu kommen, dass man erstmal zunimmt ein bisschen, weil man mehr isst. Und man einfach, man will dann einen Ausgleich haben und man versucht irgendwie die gleiche Befriedigung zu bekommen wie mit dem Zucker in den ersten 2 Wochen und versucht das dann halt mit Nüssen zum Beispiel. Und dann essen die Leute halt irgendwie mehrere 100 Gramm Nüsse pro Tag und dann kommt es halt manchmal schon dazu, dass erstmal ein bisschen zugenommen wird. Das ist auch so, wenn man ganz lange Diäten gelebt hat und der Metabolismus ist durcheinander gebracht und man ist halt einfach, der Körper hat sich daran gewöhnt, es gibt halt nur 1000 Kalorien pro Tag. Sobald man etwas mehr isst, speichert er das sofort. Und um den Metabolismus wieder in Ordnung zu kriegen, muss man halt auch zunehmen, damit der Körper Vertrauen fasst und dann sagen kann, okay, gut, ich muss nicht mehr alles speichern. Das ist leider so. Aber beim Zuckerentzug ist es das Gute, dass man ungefähr nach 4 Wochen auch merkt, dass es wieder weggeht. Also das Gewicht. Was würdest du den Menschen vorschlagen? Also zu uns kommen dann auch viele Menschen, die sagen, ich lasse jetzt den raffinierten Zucker weg, ich backe jetzt Kekse mit Erythrit oder mit Stevia, ich esse nur noch Obst, wenn ich Bock auf Zucker habe. Und was hältst du davon, wenn man jetzt die Schokolade und Snickers, Mars, wie sie alle heißen, diese ganzen Pralinen und den ganzen Kram und den weißen Zucker weglässt? Und ich sage dann auch immer, es gibt ja diesen schönen Spruch, ein Apfel ist gesund, 3 Äpfel machen eine Fettleber, ne? Wegen der Fructose halt. Mhm. Weil viele immer sagen, ich kann so viel Fructose essen, wie ich will. Da wollte ich dich auch fragen, wie siehst du das? Also erstmal zu der Fructose. Solange die Fructose in dem Apfel drin ist, sehe ich nicht eine große Gefahr, weil der Apfel, der bringt die Ballaststoffe mit, der bringt die anderen Nährstoffe mit und sofern es nicht so eine... Gut, okay. Also im Großen und Ganzen sage ich, Obst ist gesund. Es gibt aber die hochgezüchteten Hybridfrüchte, wo sehr viel Zucker drin ist. Das sehe ich ein bisschen anders, weil da das Verhältnis von Zucker zu Ballaststoffen und anderen Nährstoffen so aus dem Rahmen gebracht ist, dass man zu viel Fructose isst. Wenn man aber jetzt so eine alte Sorte im Bio-Apfel isst, meinetwegen sollen die Leute 4 Äpfel essen. Danach ist aber dann auch erstmal Schluss. Man kann ja nicht unendlich viel essen. Ich weiß, ich habe vielleicht 4 Äpfel geschafft und dann oder ein ganzes Kilo Möhren weggeknabbert. Aber dann war auch irgendwann war mal Schluss. So, weil dann irgendwann auch der Magen verkommt. Isolierte Fructose, das ist was anderes. Also wenn die Agavendicksaft zum Beispiel, halte ich für noch schwieriger als überhaupt Saccharose. Diese isolierte Fructose ist ja ein Teil von der Saccharose, also von unserem Haushaltszucker, also die Verbindung von Glucose und Fructose. Das sehe ich das große Problem. Und da haben wir uns auch lange Zeit betuppen lassen. Die Fructose ist das größere Problem, finde ich. Also nicht die Glucose ist nicht der Blutzuckerspiegel, der hoch und runter geht, sondern es ist die viele Fructose, die uns eine Fettleber macht. Und das ist das eigentlich richtig große gesundheitliche Problem. Klar, von der Glucose kann man auch Diabetes bekommen, aber da spielt die Fructose auch eine Rolle. Mhm. Von daher, also ich sehe das größere Problem in der Fructose. Gut, um jetzt runterzukommen vom Zucker, finde ich sehr schwierig, einfach nur zu sagen, okay, ich lasse die Süßigkeiten weg und esse anders weiter, weil einem Alkoholiker sagt man auch nicht unbedingt so, ach, trink doch einfach jeden Tag mal ein Glas Bier weniger und schleich das so aus. Das funktioniert bei den meisten Leuten nicht. Bei manchen Leuten funktioniert das Ausschleichen, bei manchen Leuten funktioniert auch der Schritt, kein Zucker, dafür nur Obst. Bei vielen Leuten sagt man, kein Zucker, dafür nur Obst, aber danach isst man dann trotzdem die Schokolade.
Ja. Weil die Fructose in dem Obst, ja. Also bei mir war es so, ich kenne das halt bei den meisten, dann isst man halt erst den Apfel und die Banane und vielleicht noch eine Kiwi oder so. Genau. Und eine halbe Stunde später muss dann die Schokolade dann doch dran. Genau, also trotzdem, so bei mir, ne? Genau. Mhm. Deswegen war mein große... Ja, oder wir machen auch öfters mal schokoliertes Obst. Ja, ne? Ja, ist alles inbegriffen. Ja, ja. Ne? Genau. Genau. Ach, nicht oder gesund, ganz schlimm war bei mir die Lösung Trockenobst. Ja. Kalt. Also da konnte ich irgendwie eine ganze Packung sofort wegessen. Danach ging es mir nicht gut. Und dann habe ich trotzdem noch gedacht, die Schokokekse werden jetzt schon besser noch. Ja. Damit man irgendwie diese Substanz noch, ich weiß nicht, das hat mir dann geholfen. Das Trockenobst hat mich so einen ganz komischen, nervösen Gefühl zurückgelassen. Mhm. Ja. Dann habe ich doch eher noch Gebäck essen wollen oder so. Ja, und also es ist so schwierig für die meisten Leute, solange immer noch ein bisschen Zucker im Spiel ist. Und mag das Obst sein oder anderer Zucker oder Lebensmittel, die so verarbeitet sind, dass der natürliche Zucker wie zugefügter Zucker funktioniert, wie bei Säften zum Beispiel, weil die Ballaststoffe weg sind, dann ist es sehr, sehr schwierig, runterzukommen von dem Zucker. Und meine große Entdeckung war damals, nährstoffreich zu essen, alle Süßerlebnisse wegzulassen, also auch Süßstoffe, auch andere Zucker. Damals, als ich das gemacht habe, war Erythrit und Xylit noch nicht so ein Thema. Ja. Und auch das Obst wegzulassen. Und das hört sich katastrophal an für Zuckersüchtige, da ein paar Wochen drauf zu verzichten. Aber ich kann nur sagen, dass bei den meisten Leuten nach 1 bis 2 Wochen so eine wahnsinnige Ruhe eintritt, dass man einfach für ein paar Stunden nicht an Essen denken muss, dass es so genossen wird, dass man auf das Obst verzichten kann. Diese Abwehrhaltung, oh Gott, auf Obst zu verzichten, ist doch total ungesund. Das ist totaler Schwachsinn, was du da empfiehlst, weil wir werden alle Vitaminmangel haben, halte ich immer einen Teil von der Zuckersucht. Das ist diese Angst davor, darauf verzichten zu müssen. So der letzte Strohhalm, an dem man sich klammern kann. Das ist für mich eine zu krasse emotionale Bindung an den an Essen. Ja. Ich halte das nicht für einen optimalen Zustand, wenn man so eine starke emotionale Bindung an Essen hat. Essen sollte mit Nährstoffen versorgen und uns Energie geben, damit wir die Dinge tun können, die uns viel bedeuten im Leben. Aber nicht, ich brauche das, weil ich das liebe. Und wenn ich darauf verzichte, dann habe ich keinen Spaß mehr im Leben. Ja. Das ist dann wirklich nur Zudecken von Gefühlen, die ich nicht fühlen will. Von Zudecken von Traurigkeit. Ja. So, deswegen denke ich, kann ich nur empfehlen, ganz drauf verzichten eine Weile. Und den Körper gleichzeitig aber mit so viel richtig gutem Essen zu unterstützen und nicht auf Diät gehen, bloß nicht nebenher noch auf Kaffee verzichten, das Fasten einfügen oder vielleicht gleich eine Fastenzeit einfügen. Ja. Wenn, dann wirklich Heilfasten machen. Aber sich jetzt nicht so viele Sachen aufladen, weil wenn ich das jetzt schon anfange, dann gehe ich auch gleichzeitig noch zum Sport. Nein, nur Zucker. Das ist schon so viel. Das ist so viel Aufgabe alleine, weil man ja im Supermarkt alles lesen muss, alle Etiketten studieren muss. Und das einfach für ein paar Wochen durchziehen und nach 4 Wochen mal zu gucken, okay, wie geht's mir denn jetzt? Ja. Und dann wird man sich, die meisten Leute haben nach 4 Wochen dieses, wow, jetzt geht es mir mal richtig gut, weil es braucht ungefähr 3 bis 4 Wochen, bis der Körper überhaupt mal komplett von Zucker befreit ist, bis das System, wirklich der Darm auch leer davon ist. Der Körper wirklich mal so reagiert, wie er reagieren kann ohne Zucker. Das kennen die meisten Leute ja gar nicht, weil du kannst nicht aus Zufall, außer du liegst jetzt, nee, nicht mal, du kannst ja nicht im Krankenhaus liegen, da kriegst du ja auch Zucker die ganze Zeit. Außer im Wald und sammelt da Pilze und ist da, dann kann das passieren, ne? Ja. Aber du, in unserer Gesellschaft passiert nicht aus Zufall, dass du mal 4 Wochen lang gar kein Zucker isst. Also kennst du nicht deinen Körper, wie der Zucker ist. Und ich sage euch, das Lebensgefühl ist so wahnsinnig gut, ohne Zucker. Alleine, dass ich danach 8 Stunden durchgeschlafen habe. Also das heißt, ich lege mich hin, ich schlafe ein nach 1, 2, 3 Minuten
und wache im nächsten Moment auf, gucke auf die Uhr und habe 8 Stunden geschlafen und bin einfach ausgeschlafen. Wow. Das kannte ich nicht vorher. Toll. Das ist, ne? Ja. Ja, mein Mann, er schläft immer nur. Ja, 5 Stunden, 5, 6 Stunden. Ich weiß, das ist zu wenig. 5, 6 Stunden, wenn überhaupt. Das ist zu wenig. Gehe auch nicht mehr so gleich so zeitig ins Bett. Das ist schlecht auf die Sieben. Ja. 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 Also bei mir ist jetzt auch so, ich gehe auch spät ins Bett. Ich arbeite ja zu Hause und dann habe ich so halt, ich liebe die Nacht zu arbeiten oder irgendwas zu machen. Dann gehe ich erst um 2 ins Bett, aber dann wache ich halt auch erst um 10 auf. Ja, super. Ja. Aber dieses, das war früher undenkbar. Ja, dieser qualitative Schlaf, das ist ja das, genau, was den meisten fehlt. Die haben ja dann wirklich, die schlafen ein, schlafen kurz oder schlafen mit Kopfkino ein, dann kommen sie in eine kurze Schlafphase rein, werden wieder wach, müssen wie viele müssen nachts 2-3 Mal auf die Toilette und legen sich wieder hin und kommen nicht mehr zur Ruhe. Sie wälzen sich im Bett oder sind klatschnass geschwitzt und wachen morgens auf und sind dann total gerädert. Genau. Ja, und das ist halt wirklich... Das war mein Leben so ungefähr, seitdem ich 14 Jahre alt war. Wow. Bin ich immer nachts aufgewacht. Also ich habe sehr, sehr früh schon die negativen Effekte von dem Zucker gespürt. Aber ich wusste nicht, dass das der Zucker war. Ja. Das hat halt jahrelang gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Ne? Ist jetzt vielleicht mein Vorteil, dass ich halt schon mit 30 ungefähr dahin gekommen bin und erkannt habe, okay, ich muss da jetzt was ändern. Und seit vielen Jahren jetzt auch schon durch bin mit dem Thema. Viele Leute steigen ja erst mit Mitte 50 oder so zum Beispiel ein in die gesündere Ernährung, weil der Körper so lange mitmacht. Oder bei mir, ich vermute, es liegt daran, ich bin eine Enkeltochter von einer Bäckerin und Müllerin sozusagen. Und bin halt wahnsinnig viel mit österreichischen Mehlspeisen aufgewachsen, ne? Und Hefeteig. Also meine Oma war die absolute Meisterin in solchen Sachen. Und die hat das ja auch schon seit ihrer frühen Kindheit gegessen. Das heißt, ich war ja schon dritte Generation Weißmehl- und Zuckeresserin. Und bin dadurch wahrscheinlich den Generationen vielleicht um eine Generation schon voraus. Man sagt ja so, wir sind jetzt dritte, vierte Generation Fertigprodukte langsam. Die Amis sind uns da auch ein bisschen voraus. Deswegen sind die schon viel weiter mit Diabetes und Fettleber bei 4-jährigen Kindern. Aber wir rutschen da jetzt ja auch rein. Wow. Und es ist schlimm, wenn man hört, Fettleber bei 4-jährigen Kindern. Ja. Also das ist schrecklich. Also sowas dürfte eigentlich gar nicht sein. Ja, und dann halt auch noch, viele sagen ja auch immer, die verbrauchen ja auch gar nicht mehr die Energie. Das, was sie überhaupt zu sich nehmen. Weil, und wenn, dann sind es halt nur leere Nährstoffe und keine Nährstoffe, die wirklich sättigend machen. Wie du auch eben sagtest, Hirse oder Buchweizen oder wie sieht es aus mit Fetten? Weil viele sagen immer, oh, ich will kein Fett essen und Fett macht Fett, so, ne? Und dann sage ich immer, nein, es kommt immer wirklich auf das richtige Fett an. Ja. Wie gehst du mit Fetten um, auch bei deinen Klienten? Ja, also ich persönlich habe nichts gegen Fette, aber ich mache da große Unterschiede. Ja. Ich weiß, dass es eine Szene gibt, die fettarm, vollwertig, gut lebt. Und ich sehe das auch, dass es funktioniert. Und es funktioniert auch bei Diabetes 2. Da gibt es eine Art und Weise, sich zu ernähren. Die leben mit wenig Fett, die kriegen das gut hin. Ich habe herausgefunden für mich, ich kriege es besser hin mit Fett. Also ich habe einfach ewig lange fettarm gelebt und habe irgendwann angefangen, mir hat ein Arzt mal empfohlen, ich sollte einfach mal Leinöl morgens und abends einen Esslöffel nehmen. Und ich habe so riesen Augen gekriegt und habe gesagt, wissen Sie, wie viel Fett das ist? Das kann ich nicht machen. Ich bin dick. Ja. Und dann, machen Sie mal. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben eigentlich mitbekommen, wie schön es sich anfühlt, wenn man satt ist. Nach einem Tomatenbrot mit Leinöl morgens. Bin ich zur Arbeit gefahren und habe gedacht, was ist das? Zufrieden, satt anscheinend. Ne? Kannte ich nicht. Weil ich halt so fettarm die ganze Zeit gelebt habe. Ne? Ja. Letter und solche Sachen standen früher in meinem Kühlschrank. Hatte ich mir auch lange eingeredet, dass das super gut schmeckt alles, bis ich dann die Butter mir wieder erlaubt habe und habe dann gedacht, oh Gott, dann habe ich groß der Butter um Verzeihung gebeten, dass ich sie so lange verschmiert habe. Dann habe ich intensive Butterphasen hinter mir, wo ich das alles nachgeholt habe. Jetzt wird es langsam besser, aber also Butter, Kokosöl, rohes Kokosöl zum Beispiel, Ghee,
Olivenöl. Olivenöl. Das sind ungefähr drin, ist zum Beispiel Avocado. Und ich esse viel Nüsse, ehrlich gesagt. Mandelmus. Ja, ich habe immer irgendwie eine Handvoll Nüsse am Tag. Ich werde schon Eichhörnchen genannt, weil ich so viel Nüsse habe. Aber ja, ich habe die Fette mehr in meine Ernährung reingelassen und dafür aber die Kohlenhydrate weiter rausgepresst. Bin aber jetzt nicht Low Carber. Ja. Also so krass sehe ich es auch nicht. Aber ich komme besser damit klar, wenn ich eine große Gemüsepfanne esse und mich da, also den sättigen Anteil über Fette aufnehme und nicht so viel verliere. Jetzt mache ich das nicht mehr, sondern ich esse jetzt meine Gemüsepfanne und werde satt über Mandelmus da drin zum Beispiel oder Sahne, genau, Sahne ist auch noch eins der Dinge, die ich nutze. Das sind die beiden tierischen Produkte. Ach, Eier, genau. Und das immer so nach dem Gefühl, was mein Körper mir sagt. Ja. Ich habe es lange Zeit auch vegan versucht auszuprobieren. Ich habe gemerkt, dass es so irgendwie doch große, also ich habe so ein starkes, intuitives Essen mittlerweile. Dadurch, dass diese süchtig machenden Stoffe weg sind, wie Gluten und extrem viele Milchprodukte und ja Käse zum Beispiel, solche Sachen esse ich nicht mehr und Zucker. Seitdem kann ich halt sehr, sehr gut fühlen, was mein Körper will. Und dann passieren manchmal sowas, dass ich dann Wochen, Monate lang keine tierischen Produkte esse und plötzlich im Bioladen die ganze Zeit bei den Fischkonserven vorbeischleiche. Und nach 2 Wochen dann irgendwann eine Fischkonserve kaufe, die esse mit einem wahnsinnigen, ja, so wild und ganz schnell. Und dann ist aber auch wieder für Wochen oder Monate vorbei. Und dann denke ich immer, dann war es halt irgendwas, Omega-3, wer weiß, was es war. Irgendein Fett war es meistens. Oder es ist irgendein Protein, was mir gefehlt hat. Ja. Ich hatte letztes Jahr so eine ganz intensive Phase mit sehr viel Sorgen, viel Krankenhausaufenthalten in der Familie und bin danach in eine totale Erschöpfung. Als das gut war, bin ich mega erschöpft geworden und plötzlich bin ich im Bioladen ständig vor diesen Brox-Knochenbrühe hergelaufen. Das kann ich nicht kaufen, das geht nicht. Ich bin Vegetarier, ich werde sowas nicht nehmen. 2 Wochen lang bin ich jedes Mal wieder vor diesem Regal gestanden, bis ich es gekauft habe. Dann habe ich es einmal mir eine Suppe damit gekocht. War total krass für mich. Knochenbrühe, als niemand, der Fleisch isst. Ja. Ich habe aber so eine krasse körperliche Entspannung gespürt danach, dass mir das wirklich geholfen hat. Also es war da meine Medizin quasi. Und ich habe dann hinterher von vielen Leuten auch erfahren, okay, das ist auch nervenberuhigend. Das sind viele Nährstoffe, die man bekommt dadurch, die aufgebraucht werden können in Stressphasen. Deswegen bin ich da nicht mehr so strikt, bin aber trotzdem eher immer noch in die Richtung, nicht so viel tierische Produkte zu essen. Ne? Also weil ich es einfach von der Produktionsweise nicht vertreten kann. So, ne? Ja. Ja, das geht uns genauso. Ja. Ne? Also wir ernähren uns, ich sag mal, fast vegan. Meine Kinder, die wollen auch keine tierischen Produkte mehr. Ne? Also meine Tochter, die hat ab und zu mal noch einen Hieper auf ein Ei und das holen wir hier nebenan beim Bauern oder mal auf ein Glas Milch. Aber ansonsten auch natürlich, wir achten halt wirklich, dass alles bio ist oder fast alles. Also bei manchen Sachen weiß man es einfach nicht. Und wir halt auch gesagt haben, nee, wir haben einfach gemerkt, wenn wir halt wirklich, oder früher, ne, wir haben früher gerne Käse gegessen und sehr gerne auch mal eine schöne, leckere Gemüsepizza mit viel Käse drauf und Feta und diese ganzen Sachen. Und es ging uns jedes Mal schlecht danach. Leider. Jedes Mal ging es unserem Körper schlecht und wir haben auch gesagt, wir wollen das nicht mehr. Und jetzt machen wir halt Pizza mit, wenn wir Käse machen, dann veganem Käse drauf. Wir machen überwiegend glutenfreie Teige halt einfach. Oder auch mein Mann backt hervorragend glutenfreie Brötchen. Oh, danke, Schatz. Die sind super. Die schmecken auch super. Die schmecken echt lecker. Und wo wir uns halt am Wochenende dann auch sagen, wir backen jetzt frische Brötchen, aber glutenfrei. Und es ist wirklich,
es ist, man bekommt ein ganz anderes Körpergefühl. Und was wir auch gemerkt haben, dass wir werden einfach fitter dadurch. Wir sind leistungsfähiger geworden. Ich bin auch dadurch viel wacher geworden. Und ja, ne, und du auch durch die Ernährungsumstellung. Das und macht schon wirklich ganz, ganz viel. Ja. Ne? Ich muss dazu sagen, aber du kommst also, auch sehr, macht total sehr gut. Viel. Ich finde auch vegan und vegetarisch. Allein dieses... Ne? allein und bewusster werden. Das ist ja schon der Schritt schlechthin. Also es ist eigentlich egal, in welche Richtung man geht. Hauptsache, man konsumiert bewusster. Das macht schon ganz viel aus. Und wenn man dann zusätzlich noch diese betäubenden, süchtig machenden, vielleicht ist das Wort ein bisschen zu stark, aber ich meine, da sind ja schon, also man nennt diese Bestandteile hier schon auch Morphine, Casomorphin. Ja, natürlich. Was in Käse drin ist. Das macht ja schon auch süchtig und abhängig. Ja. Und wenn das weg wird, dann wird man halt klarer. Und ich sage euch, wenn ihr den Zucker wegnimmt, das ist also für mich und all das, was ich beobachte mit meinen Leuten, mit denen ich arbeite, das ist noch ein viel größerer Schritt, wenn der Zucker wegfällt. Mhm. Den kann ich dann nur motivieren. Ja. Was hältst du davon, wenn man das dann halt auch noch so unterstützt mit Zeolit oder Mariendistel für die Leber, also wirklich noch mit Zusatzprodukten, also Es ist so, dass wenn man zum Beispiel einen Zuckerentzug macht, dass man, viele Leute brechen in der dritten Woche ab, weil die denken, mir geht gar nicht besser ohne Zucker. Das ist aber meistens die Phase, wo der Körper anfängt zu entgiften. Also der ist am Anfang, fühlt er sich schlecht, weil wir auf Entzug sind einfach. Ja. Und dann irgendwann fasst der Körper, habe ich so den Eindruck, das Vertrauen, dass er jetzt an Altlasten liegen kann, weil er sich nicht mehr so mit dem Alltäglichen beschäftigen muss. Er hat ja viel zu tun mit dem Zucker und mit den ganzen Zusätzen. Und wenn man zuckerfrei lebt, muss man so rein essen, ne? Clean. Und dann kann der Körper irgendwann anfangen, an die Altlasten zu gehen. All das, was er im Bindegewebe abgelagert hat. Ja. Und dann fängt er an, quasi zu entgiften. Dann geht das, dann schmilzt auch der Speck, dann kommen die Giftstoffe raus. Giftstoff ist vielleicht auch ein bisschen hart zu sagen, aber all das, was er nicht, worum er sich nicht kümmern konnte. Ja. Und dann kommt es häufig zu einer Art, wie so eine Rückvergiftung. Und dann fühlt sich der Körper wieder mal schwach an und nicht so gut. Und in dem Moment ist es ganz gut, wenn man dann anfängt, so ein paar entgiftende, milde Maßnahmen zu machen. In meinem Zuckerfrei-Programm ist das dann so, dass man in der vierten Woche zuckerfrei, dass man dann anfängt, dem Körper so Hilfen zu geben. Also besonders viel Grün isst, auch sowas wie Spirulina, Chlorella und solche Sachen. Also den Körper so unterstützen, Basenbäder machen. Das kann man natürlich auch. Ich bin keine Entgiftungsfachfrau, deswegen mache ich einfach nur diese Haushaltsmittel, die ich empfehle. Aber da ist Zeolit eigentlich auch sowas, dass man ganz gut, weil es ja ein Transporter ist, ne? Also holt die Sachen die freigesetzt sind drauf. Mit Chlorella ist man da eigentlich auch ganz gut. Mhm. Und dann halt viel Nährstoffe unterstützen, halt dem Körper einfach viel zur Verfügung stellen an Nährstoffen. Das hilft ihm halt auch schon. Ja. Basenbäder sind für mich halt das Nonplusultra, um den Körper zu unterstützen. Mit was machst du Basenbäder? Also was empfiehlst du für Basenbäder? Was empfiehlst du so für Basenbäder? Ich habe für mich rausgefunden, für mich ist das allerbeste Mittel, um jetzt keine Werbung zu machen, aber es ist vom Zentrum der Gesundheit das Basenbad, was die anbieten. Sango-Koralle. Ja. Ich habe da die besten Erfahrungen bei meiner Haut gemacht, weil da kann ich wirklich auch 1,5 Stunden drin liegen bleiben, ohne dass sich die Haut komisch anfühlt. Bei den Schuhe habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber mag auch bei jedem unterschiedlich sein. Ja. Ja, das ist super interessant, auch gerade in dieser Zeit und diesem Übergang, weil viele haben ja dann auch mit zu kämpfen mit in diesen Entgiftungsphasen, wenn man ja auch wie bei Fasten macht, dieses dann kriegt man extreme Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Gliederschmerzen. Ja, und das ist wirklich, wo man denkt, so was ist denn auf einmal mit mir los? Ich halte es kaum aus, mir geht es total schlecht. Oder Schwindel und Übelkeit, habe ich auch schon von einigen gehört. Ne? Mhm. Wie man das dann halt am allerbesten auffangen kann. Weil genau das so die Phase ist, wo die meisten wirklich anfangen zu sagen, nee, ich esse jetzt wieder einen Apfel, ich esse jetzt wieder eine Handvoll Rosinen. Oder ne, also alles, was hier schön zuckerhaltig ist. Ne? Genau, und das ist so schade, weil das ist nämlich, wenn das auftaucht, dann ist man ungefähr so 4-5 Tage vor dem richtig guten Durchbruch. Oh, ja. Wenn man dann aufgibt, so schade. Also, aber das ist ja Unwissenheit, ne? Ja. Ja.
Ja. Ja, schön. Das finde ich ganz, ganz toll, was du uns jetzt hier erzählt hast. Und auch gerade für unsere Zuschauer und Teilnehmer hier am Kongress. Da kamen so viele Fragen rein, was man machen kann, worauf man achten soll. Wie man dem Zucker oder dieser Zuckersucht entgegengehen kann. Was würdest du denn jetzt nochmal für eine Ernährung empfehlen? Überwiegend fast nur auf Gemüse zurückzugreifen? Also welches Gemüse empfiehlt sich denn, weil viele auch sagen, ich brauche was, was satt macht. Was ist für dich so eine gute Zusammenstellung? Vielleicht mal so ein, zwei Gerichte noch so zum Schluss zu nennen, wo du sagen kannst, das sind so Gerichte, die echt sättigen, die geben ein gutes Gefühl, man ist nicht kaputt danach. Das ist ja auch oft das Problem, dass man sich so kaputt und ausgelaugt fühlt nach dem Essen. Ja, das ist aber eher das Problem von nährstoffarmen Lebensmitteln, die keine Energie geben. Also man kann eigentlich die Qualität des Essens daran erkennen, wie fühlt man sich dann danach. Habe ich Energie, um loszulegen? Ja. Oder muss ich mir auch so... Ja. Weil das habe ich auch erst dann gelernt. Wir essen dafür, um Energie zu haben und nicht, um irgendwie mit einem Fresskoma auf dem Sofa zu liegen. Ja. Genau. Und dann ist es, also es ist schwierig, so etwas Allgemeingültiges zu sagen, weil jeder unterschiedlich ist. Ne? Guck mal in die Ayurveda, es gibt verschiedene Typen. Es gibt Leute, die haben eine schlechtere Darmflora. Es gibt Leute, die haben eine bessere Darmflora. Die mit der schlechteren, die können häufig gar nicht mit so viel Rohkost umgehen. Oder in der TCM, wenn man viel Kälte im Körper hat, dann brauchst du auch kein Rohkost essen. Also das ist so schwierig für alle genau das Richtige zu sagen. Für mich ist halt die beste Empfehlung, so wenig verarbeitet wie möglich. Ja. Und so zubereitet, wie es einem selber am besten passt. Also wenn jetzt Rohkost ein riesengroßes Problem ist, dann würde ich sagen, okay, dann dünsten. Gemüse ist eins der guten Empfehlungen. Da würde ich immer sagen, weil das ist das, was uns die Nährstoffe bringt. Ja. Dann für die Sättigung ist ganz häufig Hülsenfrüchte, also Kichererbsen. Für die Leute, die Fleisch essen, ist natürlich Fleisch eine gute Möglichkeit, um satt zu werden. Oder Fisch. Eier sind optimal, wenn man auf Zuckerentzug gehen will, weil die halt auch, die bringen Proteine, die bringen Nährstoffe und die bringen Sättigkeitsgefühl. Und das sind alles, ich finde, man sollte in der Zuckerentzugsphase nicht denken, dass diese Ernährungsform jetzt die ist, die wir auf Ewigkeiten so weiterführen, sondern da geht es eigentlich erstmal darum, 4 Wochen lang so zu essen, dass man es überhaupt durchhält. Okay. Und dann alles das, was einem hilft irgendwie. Und wenn das ein glutenfreies Brot mit richtig viel dick Butter drauf ist und dich das satt macht und dann Sprossen oben drauf noch für die Nährstoffe, dann ist das in dem Moment halt auch das Richtige. Die Butter kann man ja danach wieder runterfahren, wenn man es nicht will. Aber in der Zeit ist es gut. Also Sprossen sind für mich Nonplusultra. Die haben zum Teil 40-fache Nährstoffdichte als das Korn an sich. Das ist so wahnsinnig viel, was man dem Körper dann zur Verfügung stellt. Oder rohes Sauerkraut bringt so viele Bakterien in den Darm, dass sie die Darmflora unterstützen. Ne? Solche Sachen. Ja, und dann gute Fette dazu. Also einfach satt machen über Fette. Häufig sind es bei den Leuten halt auch Proteine, die fehlen. Da will ich jetzt auch nicht sagen, dass man da jetzt so und so viel Gramm Proteine am Tag braucht. Die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht, das passt nicht bei allen Leuten. Ich kann nicht so viel Protein essen, wie mir empfohlen wird, weil ich dann einfach, ich kann das nicht mehr in den Mund stecken. Dann ist das so viel individuell, ne? Ja, und man muss man muss auch zu den Proteinen sagen, also wenn man Nährstoffe oder Nahrungsmittel isst, die genügend Aminosäuren haben. Aminosäuren bilden ja auch Proteine im Körper. Dass man halt einfach wirklich Sachen, zum Beispiel Datteln, ne, das Tryptophan, das ist jetzt zwar was Süßes, ne? Das war jetzt ein blödes Beispiel, aber wie gesagt, aber Linsen zum Beispiel. Ja, Linsen, perfekt, ganz genau. Ja. Die haben auch so viele Aminosäuren und Chlorella auch. Ne? Da sind Spurenelemente drin, Mineralien, Aminosäuren, die weiter Proteine bilden. Und das ist wirklich was, wo man sagen kann, weil viele haben auch gedacht, was soll ich denn machen? Und die machen Low Carb, ich kann nicht 1 Kilo Quark am Tag essen. Ne? Wo ich sage, nee, um Gottes Willen, mach das nicht. Dann nimm halt einfach Aminosäuren noch zu dir oder Chlorella, irgendwas, wo du halt wirklich auch auf deine Proteine kommst. Ne? Ja, und wenn man dann diese
Also, viele Leute haben ja ein Problem mit den Hülsenfrüchten, weil wir die einfach zu schnell verarbeiten. Also wer weicht denn noch über Nacht Hülsenfrüchte ein, damit die besser verdaulich sind? Das ist irgendwie verloren gegangen. Aber wenn wir Hülsenfrüchte essen, ist es sehr zu empfehlen, einfach die nicht in der Dose oder im Glas zu kaufen. Für schnelle Sachen natürlich kann man das machen, aber im Großen und Ganzen, wenn man jetzt zum Beispiel eine ganze Linsensuppe essen möchte, dann ist zu empfehlen, diese Linsen über Nacht einzuweichen, damit die Pinsäure rauskommt, damit wir das besser verarbeiten, also damit wir die Nährstoffe aus den Linsen besser nutzen können und dass die Linsen uns nicht im Wege stehen bei der Verdauung. Und das ist alles in Vergessenheit geraten. Wir hatten das alles mal gut drauf, aber mit der Industrialisierung und wenig Zeit in der Küche und schnell, schnell, schnell viel arbeiten gehen, ist das verloren gegangen. Und dann wird das Brot nicht mehr so lange gehen gelassen, zum Beispiel in den Bäckereien, sondern da kommen Enzyme rein. Dann ist das nicht mehr gut vorverdaut, weil es halt so eine lange Gehzeit hat. Oder Teigführungszeit, sagt man ja, glaube ich. Und das Langsame, das ist so verloren gegangen. Ich sehe das ja auch ein, man hat so viel anderes. Aber letztendlich, wenn wir daran sparen, dann sparen wir an Selbstliebe. Ja. Also ich gehe in die Küche und mache mir die Arbeit, weil ich mir das wert bin. Und ich gucke deswegen weniger Fernsehen zum Beispiel. Oder, ja, ich habe wirklich also da Abstriche gemacht und habe versucht, das Essen, was ich mir zubereite, als meine Selbstliebe und Meditation zu sehen. Ne? Also ich tauch ab jetzt, wenn ich in der Küche mein Essen zubereite und nehme das als meine Entspannungszeit. Also ich habe auch einen Job gehabt, ich habe 60 Stunden in der Woche gearbeitet im Messebau. Ich bin eigentlich Architektin, habe aber den Job geschmissen irgendwann und habe jetzt diesen Job aufgenommen, weil mich das viel mehr ausfüllt. Aber da habe ich halt auch, da bin ich spät nach Hause gekommen und habe dann gekocht und habe da meine Kraft rausgezogen. Und das ist auch eine Interpretation. Nehme ich das als Last oder nehme ich das als Art, um mich selber zu pflegen? Dann kann man das Kochen auch ganz anders wahrnehmen hinterher. Weil es ist ja auch eine schöne kreative Arbeit eigentlich, wenn man anfängt, mit dem Flow zu gehen und mit dem, was man braucht und kreativer zu gehen und nicht das als Pflicht ansieht, ne? Ich weiß, es ist auch ein Prozess, da reinzukommen. Viele Leute, die in meinem Programm sind, die sind halt sehr entsetzt, dass sie jetzt erstmal dann auch jeden Tag in der Küche stehen. Ja. Aber das ist auch der Selbstwert, ne? Den Selbstwert, den du da hast, den wir haben. Und die Selbstliebe, so wie du sagtest, und wirklich dann mit Liebe dazu bereiten und andere Dinge haben dann erstmal keine Priorität, sondern nur das explizit, dieses leckere Gericht zuzubereiten und dann mit wirklich auch mit Liebe zu genießen, zu essen und nicht irgendwie noch ein Buch dazwischen lesen oder TV zu sehen oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur das zu essen, was man wirklich mit Liebe zubereitet hat. Ja. Also wir haben uns das auch so angewöhnt, also wir gucken gar kein Fernsehen mehr, schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ja. Wenn wir was gucken, dann gucken wir gezielt was, also auf dem Computer, was uns gerade interessiert, wo wir halt wirklich sagen, so okay, da lassen wir jetzt unsere Zeit, oder wenn irgendwo ein medizinischer Bericht da ist. Da, wo Qualität ist. Wo Qualität ist, genau, und nicht mehr die Quantität und nur noch so durchsteppen. Also da haben wir gesagt, nee, das tut uns nicht gut und bringt uns auch nicht weiter. Und wir machen halt auch viel im Bereich Meditation und wir kochen auch immer selbst. Also ob das ist morgens zum Frühstück mit Beeren, mit Obst, mit Haferflocken. Mittags wird gekocht, auch für die Kinder mit. Abends entweder wird da manchmal noch was Kleines mitgekocht oder wir machen Salat, Rohkostplatte mit vielen leckeren, tollen Sachen. Man steht da zwar lange in der Küche, aber das Schöne ist, wenn man das gemeinsam macht, ne? Die einen decken den Tisch, die anderen schnippeln mit. Man hat wieder auch mehr Familienzeit. Ne? Das ist halt auch wieder ein Vorteil, wenn man das so sieht. Genau. Man kann so auch wieder mehr die Zeit innerhalb der Familie verbringen und miteinander was unternehmen. Und wenn es das Kochen ist. Und ja, sogar meine kleine Tochter Lilly, die sagt, Mama, ich will einen Koch-YouTube-Kanal machen. Ne? Weil sie halt einfach... Ja, weil sie halt einfach sagt, sie kocht total gerne. Ne? Und sie findet das toll, wenn man sieht, was dabei rauskommt. Und es ist so viel hochwertiger. Ne? Genau. Und es ist halt auch, es holt einen wieder zurück irgendwie hier aus diesem ins Erden so ein bisschen. Ja. Ne? Ja. Also man hat das Bewusstsein. Mit Rüben oder mit all dem, was natürlich, was auf der Erde wächst, zu tun. Und also mir bringt das total viel.
Und ich bin froh über jeden, der diesen Schritt geht und da wieder mehr Freude drin findet. Weil ja. Ich glaube, es ist schon was zutiefst Menschliches, dass wir das eigentlich auch gut finden können. Wir haben das nur weggedrängt. Und ich finde ganz gut, dass du vorhin das Wort Priorität gesagt hast, weil das finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Als ich angefangen habe zu sagen, ich habe nicht mehr, ich habe keine Zeit dafür, sondern das ist nicht meine Priorität, da musste ich manchmal ganz schön schlucken. Also wenn ich sage, es ist nicht meine Priorität, was Gesundes mir zu kochen, ja, da muss ich irgendwie dreimal drüber nachdenken. Darf das eigentlich so sein? Ne? Ja. Ja, das sind wir genauso, ne? Auf jeden Fall, ja. Das ist total wichtig. Jetzt habe ich noch eine. Was würdest du unseren Teilnehmern oder unseren Zuschauern noch so ganz zum Schluss jetzt mit auf den Weg geben, zu sagen, wenn ihr zuckerfrei werden wollt oder wenn ihr das so ein bisschen in den Griff bekommen wollt, was sind so die drei wichtigsten Dinge, auf die man achten sollte? Oder was würdest du sagen, das sind so diese drei oder vier wichtigsten Dinge oder auch ja, das, was man tun sollte, um in diese Richtung zu gehen? Was würdest du da vorschlagen? Also, ich würde sagen, zuerst mal auf meinen Blog kommen und sich für eine Newsletter anmelden, weil dann kriegt ihr 15 Tage in Folge jeden Tag eine E-Mail und da erkläre ich genau das. Super. Ja. Wie man den Zucker reduzieren kann, das ist auch alles gratis. Das ist so meine Einführung in dieses Thema, weil ich halt so viele Mails bekomme. Seitdem ist das ein bisschen weniger geworden, weil ich halt grundsätzliche Sachen erkläre. Ja, super. Und dann gibt es natürlich ja mein Programm, wo ich das dann so richtig, wo wir das zusammen durchgehen, ja, ne? Wo ich genau erkläre, worauf es ankommt, worauf man verzichten sollte, was man einkaufen sollte und so. Da, das hat Hand und Fuß, da kann man es richtig lernen. Letztendlich die größten Tipps, die ich einfach geben möchte, ist keine Säfte mehr trinken, am besten keine laktosefreie Milch mehr zu trinken, weil da halt auch so viele versteckte Zucker drin sind. Aufpassen mit Getreidemilchsorten, weil das einfach wahnsinnig viel Zucker ist. Und das kennt unser Körper nicht. Das kennt er aus der Evolution nicht. Es gibt keinen flüssigen Zucker. Es gibt vielleicht Honig, den gab es aber auch nicht in rauen Mengen. Ja. Aber normalerweise ist Zucker immer in Ballaststoffe verpackt. Und deswegen aufpassen mit flüssigem Zucker. Ach so, ich habe ja gar nicht Sodas, ne? Also so Softdrinks. Ja. Das kommt natürlich auch dazu. Ja, super. Ja, schön. Toll. Und bei Alkohol vielleicht auch mehr darauf achten, dass man Bier... Dass man Bier trinkt, kein alkoholfreies Bier, sondern Bier mit Alkohol ist viel besser in Sachen Zucker und trockene Weine und nicht auf sowas wie Prosecco und Sekt, weil da ist einfach auch wieder viel Fruchtzucker drin. Okay. Und wenn, dann vielleicht klare Schnäpse eher, so wie Wodka mit Wasser oder sowas. Ne? Das ist alles da ist ein bisschen auf der safen Seite. Das kann man gut im Zuckerentzug auch machen, obwohl man da halt weniger Alkohol trinken sollte, weil man die Leber dann halt auch entspannt. Ich wollte gerade sagen, man nicht so viel. Aber wenn man Alkohol trinken möchte, dann gibt es halt ganz gute Möglichkeiten. Also ein Bier, trockener Wein und harte Alkohole, also klare, das geht ganz gut. Und dann der nächste große Tipp ist, einfach mal 1-2 Tage lang im Supermarkt alle Etiketten lesen. Und sich darüber zu informieren, was alles Zucker ist. Mhm. Also auch gerade die versteckten Zucker, ne? Genau, die ja nicht unbedingt drauf sind. Wenn ihr euch für mein Newsletter anmeldet, dann bekommt ihr gleich halt auch so eine Zuckerliste zum Runterladen. Da sind dann irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Zuckersorten, das sind wahrscheinlich 100, ich weiß es nicht, was alles Zucker ist in den Listen. Und wenn man das mal eine Weile gemacht hat, dann werden die meisten Leute erstmal richtig wütend, weil die sich einfach verarscht fühlen. Wo alle, weil vorne steht drauf, wahnsinnig gesundes Produkt und hinten liest man dann mal, überhaupt nicht drin, was draufsteht. Ne? Und das ist so eine Art Aufwachen. Und das ist total gesund. Weil wenn man diese Wut erstmal spürt, dann hat man den gehörigen Antrieb, daran was zu ändern. Ich lasse mich nicht weiter veräppeln. Ne? Ja. Das sind die zwei wichtigen Sachen, finde ich. Also Etiketten lesen ist für den Anfang super gut. Und dann sich zu überlegen, gut, was haben denn eigentlich unsere Großeltern gegessen oder Urgroßeltern? Und sich da so ein bisschen dran zu halten. Hätte dieses Produkt bei meinen Großeltern, als die Kinder waren, auf dem Tisch stehen können? Und wenn das nicht so ist, dann ist die Chance sehr groß, dass da Zucker drin ist und dass man es mal besser nicht. Ne? Ja. Mhm. Ja. Oder wird Werbung gemacht? Wird Werbung für gemacht? Dann könnt ihr unter Garantie
die Sachen erstmal wegschieben. Es klebt ein Etikett drauf, wird Werbung dafür gemacht, haben meine Großeltern was essen können. Ja. Da ist man eigentlich sehr sicher. Und dann ist man erstmal erstaunt, was alles wegfällt. Weil dann hat man das Gefühl, was bleibt denn jetzt noch übrig? Wollte ich gerade sagen. Dann sage ich euch, okay, im Supermarkt bleibt nicht viel übrig. Und dann empfehle ich, okay, den Gang in den Bioladen. Ja. Sagen, okay, dann gebe ich erstmal gefühlt mehr Geld aus. Aber wenn man dann da einkauft und die nicht verarbeiteten Lebensmittel und den ganzen Quatsch nicht mehr kaufen kann, die eigentlich teuer sind, also ja, gute Chips und Fertigpizza und solche Sachen, wenn man die alle weglässt und wirklich nur noch dann halt auch getrocknete Erbsen kaufen muss und die einweichen muss und kochen muss, dann ist es gar nicht mehr so teuer. Ja. Also unterm Strich würde ich sagen, ja, ich gebe schon mehr Geld wahrscheinlich als jemand, der im Discounter Essen einkauft, gebe ich wahrscheinlich mehr aus. Aber unterm Strich esse ich weniger, weil ich nicht mehr so viele große Mengen brauche. Ja. Weil ich schon schlapp bin. Ja. Also wie die von Hirse erzählt habe, ne? Ja. Ich brauche einfach nicht so viel wie Reis. Ja. Und dann macht sich das wieder bezahlt, dass die Hirse ein bisschen teurer ist als Reis. Das Doofe ist der Übergang. Also wenn man Hälfte im Discounter kauft und Hälfte im Bioladen, dann ist es teuer. Ja. Das kennen wir ja. Das ist auch manchmal das Problem. Ja, zig verschiedene Supermärkte im Bioläden abgrasen, weil der eine hat das nicht, der andere hat das nicht. Und da muss man sich das so zusammenstellen. Ne? Und dann neigt man auch jetzt mal dazu, mal hier noch dazu zu greifen oder da, und dann kommen die Kinder und sagen, Mama, kannst du nicht diese veganen Burger kaufen? Die hatten wir schon ewig und dann, nicht mehr. Und dann noch den veganen leckeren Käse, da können wir tolle vegane Burger mal machen. Ja. Und dann holen wir noch mal die Brötchen dazu, ne? Diese Weizenmehlbrötchen. So, ne? Und schwuppdiwupp, so ein Essen ist dann auch mal, ne? Aber das ist bei uns gar nicht mehr so oft. Also wir haben halt überwiegend wirklich wenig verarbeitete Lebensmittel auf dem Tisch. Also wir achten da schon sehr drauf und kaufen halt so viel. Gerade jetzt auch im Sommer gibt es so viel tolle Sachen. Aprikosen, Kirschen, viele Beeren, ne? Erdbeeren gerade, Heidelbeeren, Himbeeren. Die haben auch nicht so viel Zucker. Ja, Beeren ist zum Beispiel super. Ja, ne, und Johannisbeeren, die Kinder lieben Johannisbeeren, das ist natürlich ganz toll. Oder wenn man das hier auf dem Feld pflücken kann auch, ne, da haben die Kinder noch einen Spaß dabei, können noch naschen und sie wissen auch, wo es herkommt. Ne? Das ist halt natürlich auch nochmal einen tollen Vorteil. Ja. Also Beeren ist eine gute Alternative für Früchte, besonders Blaubeeren, weil die können sogar noch den Blutzuckerspiegel regulieren. Also wenn Obst, dann sind Beeren eine richtig gute Alternative. Ja. Wenn die nicht unbedingt aus Chile angekarrt werden. Ja, nein. Ja, das stimmt. Oh, liebe Ilga, wir bedanken uns recht herzlich für dieses tolle Interview. Wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei warst und dass du uns so viele Tipps gegeben hast. Und ich kann jetzt nur hier allen Teilnehmern sagen, tragt euch bei Ilga in den Newsletter ein. Ne? Ja. Weil es ist wirklich spannend und interessant. Ich stehe da auch schon drin, muss ich dazu sagen, weil mich das natürlich interessiert hat alles. Und es ist wirklich Hammer, was ihr da für tolle Informationen bekommt. Und dieses Programm ist auch toll. Ich habe mir das alles mal so angeguckt und muss auch wirklich sagen, ich bin da echt begeistert von. Und jemand, der da wirklich rauskommen will, da kann ich wirklich nur sagen, tragt euch in den Newsletter auf jeden Fall ein. Holt euch diese Infos, weil die sind echt wirklich Gold wert. Also ich sage immer, das ist Selbstwert. Nicht Gold wert, sondern Selbstwert. Und das ist wirklich wichtig, da nochmal hinzukommen. Zurück zum Selbstwert. Ne? Was bin ich es mir wert? Genau. Und wir bedanken uns jetzt recht herzlich für vielen Dank. Tolle Interview. Wir hören auf jeden Fall nochmal voneinander, ne? Kurz vor Kongressbeginn. Und wir wünschen dir jetzt eine schöne Zeit. Ja. Ich euch auch viel Erfolg beim Kongress, ne? Und Dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss.